Hallo miteinander zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir sind letztes Mal runtergefallen, wo wir da unsere Monsterfallen am Umbauen sind. Und wir machen dort aber jetzt auch noch weiter. Ich habe mir überlegt, ich könnte eigentlich da, wenn wir jetzt gerade schon da unten durchlaufen, noch einen Eimer mehr mitnehmen. Vielleicht dann auch noch oben, aus der oberen Truhe, jetzt glaube ich auch noch Eimer drin. Vielleicht nochmal einen Eimer mehr mitnehmen. Dann ist draußen wieder dunkel, können wir hier noch runter. Ja, ich habe noch 8 Eimer. Nehmen wir einfach noch 2 zusätzlich mit. Wobei, eigentlich könnte ich ja dort die Wolle abladen. Die muss ich ja effektiv jetzt nicht dabei haben. Einfach jetzt mal vorläufig in die Kiste reinschmeißen. Noch nicht sortieren. Also noch Zeit, jetzt gehen wir zuerst eine Runde verschlafen. So. Einmal in unser geliebtes Bett. So. Und dann noch kleine Ruckler mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wenn ich mein Programm updaten werden auf 1.6.1. Das steht momentan noch nicht fest. Oh, brennt jemand. Aber wir haben ja letztes Mal da hinten ein Brünneli angelegt. Und da können wir jetzt die Eimer da unten ins Inventar ziehen und da ein bisschen Wasser holen. Was ich da natürlich noch nicht ganz fertig kalkuliert habe bei dieser ganzen Konstruktion da, ist, jetzt muss da noch die Fackeln weg, so, dass wenn dann eben da bis vorne Wasser fließt, dass dann da vielleicht dennoch so ein Stauraum entsteht. Ich lasse mich jetzt nochmal ins hinterste Gräbeli reinkehren. Also noch tut es, wenn dann auf der anderen Seite die gleiche Konstruktion steht, weiß ich nicht, ob das immer noch so gut tut. Dann ist dort bereits schon mal dunkel, das heißt, da können wir jetzt eigentlich genau im gleichen Abstand die Blöcke hersetzen. Nein, machen wir nicht. Weil, ich glaube, so ist es fast noch besser, wenn wir da nämlich die Blöcke so hersetzen. Und jetzt hier so die Schneisen reinziehen. Da geht es auch nicht ganz gleich auf. Wieso eigentlich nicht? Hey. Warum geht das jetzt nicht gleich auf? Aber geht ja gleich auf. Blöd. Mein Fehler. Geht ja auch gleich auf. Ich habe jetzt einfach nicht fertig studiert. Ich hoffe, wir droppen da nicht irgendeine Kreatur um den Grind um. Wäre nicht so angenehm. Da, wo es jetzt schon so dunkel ist. Aber ich glaube, daher draußen noch Tag ist, sollte das nicht so ein Problem sein. Dann geht man da dann einfach da rein und dann so. Also, ich glaube, das kommt gut so. Ich habe noch falsches Vertrauen in meine neue Variante von Monsterfallen. So, jetzt gehen wir da hinten noch wieder Wasser holen. Oh, das war jetzt schlecht. Zum Glück habe ich schnell genug reagiert. Hey, da hinten ist schon wirklich sehr dunkel. Das ist natürlich nicht gut. Da in, jetzt in der Mitte so viel Wasser ist. Fließt natürlich jetzt auch da mehr Wasser. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das müssen wir ändern. Naja, ich glaube, ich kann jetzt da nicht wieder aufschwimmen. Nein, nein, das funktioniert niemals. Ja, das geht natürlich nicht. Schöne Masterplan im Eimer. Aber kein Problem, würde ich da an dieser Stelle sagen, weil ich muss das oben einfach eins weiter hinten bauen. Und dann kommt das schon gut. Ja, da rauf. Wenn ich das Ganze einfach eins weiter hinten baue, dann sollte das nachher auch funktionieren.
Wobei, jetzt mit dem sollte funktionieren und wird funktionieren. Bin ich langsam ein bisschen vorsichtiger geworden. Ah, das ist das Schäfli. Ja, laufen mal. Meine Tastatur braucht, glaube ich, neue Batterien. Ja. Definitiv neue Batterien braucht es. Jetzt werden wir da... ja, das Wasser stoppen. So. Dann genau die Blöcke wieder rausbuddeln. Und dann einfach noch einen Block mehr rausbuddeln. So. So. Und so. Und das gleiche gilt jetzt an denen noch. Einmal da. Die ganze Reihe wieder abtrocknen. Und dann da einfach überall einen Block mehr raushauen. So. Schauen dann vielleicht überall einfach bei der Wand noch ein bisschen mehr raus, damit noch ein bisschen mehr Spawnfläche entsteht. Und jetzt müsste auch das Wasser eben genau bis daher fließen und nicht mehr so überlappend. So, da auch noch einen Eimer rein und da auch noch mal einen. Und jetzt wird es da einen auch nicht überschwappend sein. So. Na, in der Kehr will ich jetzt eigentlich da nicht gerade. So, so, so. Und da einer dasselbe Spielchen. Da muss ich doch jetzt auch noch einen Block raus. Nein. Okay. Schräg. Was da? Habe ich einen anderen Abstand. Das heißt, da kommt wieder Erde drin. Und dann kommt... nein, das habe ich auch nicht wollen. So, da das Wasser her. Und da das Wasser her. Und da das Wasser her. Und da das Wasser her. Das heißt, da bleibt der Rand den gleichen so bei zwei. Das ist gut. Dann da muss also das Rand auch noch aufgefüllt werden. Dass dann da wieder schön was spawnen kann. Das heißt, da gibt es sogar einen Dreierrand. Habe ich nicht synchron gebaut? Ist das das Problem? Also das heißt, da ins Wasser fließt jetzt auch schon rein. Das heißt, da kommt eine Wand rein. So. Und dann kommen da und da und da und da Blöcke rein. Und da ist jetzt noch mein kleiner Pool. Der bleibt natürlich noch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich, da ist ein breiterer Rand da. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ja, tatsächlich. Okay, okay. Also, da bleibt ein breiter Rand. Meine Wassergrube, die brauche ich jetzt dann auch nicht mehr. Schlussendlich. Das ist wieder mutig. Es wird immer dunkler da drin. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch etwas spawnen kann auf so schmalen Streifen. Das müssen wir das wieder ändern. Ich habe leider überhaupt keinen Plan. Ich weiß nur, die Wassergrube, die wird jetzt dicht gemacht. So. Fackeln einsammeln. Und dann kommt da jetzt nämlich noch ein Eimer rein. Und dann geht es dann nämlich super auf mit der Anzahl Wasser einfüllen. So. Meine Workbench baue ich auch wieder ab. Dann baue ich jetzt für den Moment da noch an die Wand ein, zwei Fackeln her, dass da wenigstens ein bisschen beleuchtet ist. Und ich habe das Ganze tatsächlich in die Mitte gebaut. Einer sind es drei, da ist eine. Kann ja mal passieren, ne?
Also hier kommt hier auch wieder eine Wand rein. Und ich befürchte ehrlich gesagt, dass es nicht funktionieren wird. So. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt hier her, dann nehmen wir hier zwei Rändchen da hinten durch. Und da halt nur ein Einser-Rändchen. So. Ich wollte nicht hier setzen. So, und dann lassen wir hier jetzt halt Wasser rein. Und ich weiß eben nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob ich das Ganze wieder umbauen muss nachher. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da auf einer Felder etwas spawnen kann. Was ich aber jetzt sicher noch machen, ist hier eine zweite Reihe rausschlagen. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit habe ich auch. Zum Glück ist das meiste Stein. Darum ist die Reihe noch schnell draußen. Mit meinem super Werkzeug. Ich weiß aber nicht, ob auf einer Felder. Oh, das ist Kies. Ich weiß aber nicht, ob auf einer Felder etwas spawnt. Aber auch wenn auf einer Felder nichts spawnt, müssen die trotzdem dann in der Ecke. Nach wie vor mehr als genug spawnen. So wie Theorie. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, sehen wir dann. Ich habe jetzt auf jeden Fall einfach nochmal einen weiteren Rahmen rausgehauen. Und sie wieder geruckelt. So. Demontiere ich da jetzt mal die beiden Fackeln ab. Dann wird es so stockdunkel. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch etwas seht. Ich sehe noch was. Jetzt so ganz zu machen. Sehe ich eigentlich immer noch was. Ich weiß nicht, ob ihr noch etwas gesehen jetzt, weil ich habe natürlich die Helligkeit relativ weit oben. Draußen ist es auch gerade dunkel momentan. Je nachdem, dass da etwas spawnt. Ja, ich würde sagen, ich gehe abwärts. Und gehen da unten führen und warten, ob da irgendwelche, ob jetzt mehr Kreaturen kommen, weil sonst müssen wir es einfach hoffentlich noch zweispurig umbauen, wenn jetzt da immer noch nichts kommt. Ja, wir warten jetzt da einfach noch kurz und ich rede jetzt da noch kurz ein bisschen über das Minecraft Update 1.6. Weiß noch nicht, vielleicht die nächste Folge, je nachdem auch schon mit dem neuen Update. Hängt davon ab, wenn es neues Texturen-Package draussen ist. Weil ich möchte eigentlich schon ganz gerne bei meinem Package bleiben und nicht aufs Standardisierte zurückwechseln. Notfalls, wenn es dann allzu lang gehen sollte, wechseln dann halt gleich. Weil mich reizt das wirklich, was die neuen Sachen anbelangt, was da drin ist. Und halt ganz speziell das mit dem Teppich, das finde ich natürlich Oberhammer, dass das eingebaut ist. Ich habe es schon in der letzten, einer von der letzten Folgen einmal erwähnt. Und ich hoffe, dass das eben bald mit dem Update auch bei mir klappen wird. Vielleicht auch bald ein Server-Update kommen wird. Dass ich dann auf dem Server wieder mal ein bisschen zocken kann. Und ja. Ich habe auch noch ein bisschen sonstige Sachen nachgelesen, halt was als neuen Update drin haben wird. Es wird ein Haufen Zeug, zum Beispiel man kann Lehm neuerdings einfärben. Das macht natürlich dann die Variante, ich wollte ja ein farbiges Haus bauen aus der Wolle. Lässt das natürlich gerade in einem ganz anderen Licht werden, weil jetzt kann ich ein farbiges Haus nämlich auch aus Lehm machen. Wobei dort natürlich das Problem sein wird, dass es halt mehr Farbstoff verbraucht als Wolle, weil Wolle eben die Schäfchen wachsen ja noch. Beim Lehm muss man halt effektiv den Lehm dann einzeln mal einfärben. Das heißt, dort brauche ich dann relativ viel Farbstoff. Das heißt, vor allem halt irgendwie so pinkiges Haus wird dann sicher nicht drin liegen. Rot, gelb, das geht sicher. Blumen hat es genug umeinander.
Ja, aber wir werden sehen, was es bringt. Leider ist da jetzt noch kein Monster vorbeigekommen. Ich werde jetzt dann ein bisschen warten nach dem Aufnahmestopp. Und werde dann noch ein bisschen warten, ob jetzt ein bisschen mehr spawnt. Wenn immer noch nichts spawnt, muss ich halt oben nochmal irgendetwas umändern. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Tipps. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.